lange nicht gesehen. Es ist halt so ein... Hast du gleich 10 Minuten? Ich bin gerade in dem... Man muss sich immer erstmal hier so... Can I go? Jetzt. Herzlich willkommen zum zweiten Vlog. Freunde, heute Anmeldetag. Hier ist recht laut. So, ihr seid eine Stunde eher angereist, beziehungsweise wir haben euch eher reingelassen. Die Promo-Mädels sind da, vielleicht habt ihr sie hier schon vor Ort gesehen. Bis jetzt machen die guten Job, die haben auf jeden Fall gute Laune, Alter. Panzershow lief gerade auch schon, hat funktioniert, finde ich gut. Keine Ahnung, was am Marktplatz abgeht. Wir gucken jetzt erstmal kurz die Anmeldung durch. Ich würde sagen, herzlich willkommen auf der Dark Emergency. Ab geht's. Gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. You better move, you might get knocked out. Knocked out. My heart on my sleeve, stretch, shield my greed. That's how I get it, success ain't no giving. Some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on films, the hopper system don't amaze. The roads racing through the pavement, get your hands up. Dieses Video wird präsentiert von Nimrod Tactical. Ja, man muss sich immer erstmal hier so. So, Freunde, kleines Päuschen, ich mach mal Funk aus. Wir haben jetzt mittlerweile. Keine Ahnung, wie viel Uhr bei meine Uhr alle ist. Sekunde, die packe ich jetzt auch mal. Du weißt, wie viel Uhr wir haben, oder? Nee, auch nicht. Also, 18 Uhr oder so. Wir haben 18.37 Uhr. So, wir haben jetzt die ganze Zeit lang nicht gefilmt, denn der meiste Stress entsteht tatsächlich während der Anmeldephase, weil dann mehr oder weniger alle Gewerke ineinander eingreifen müssen so, oder einwirken oder voneinander abhängig arbeiten. Das bedeutet, wir haben halt quasi die Ordner. Wir haben heute sowieso das Problem gehabt, dass die Straße vorne immer noch nicht fertig ist. Also ihr könnt sie befahren, aber sie ist teilgesperrt. Was halt überhaupt nicht geplant war, aber ich habe schon fast kommen sehen. Dementsprechend mussten wir mit der Strabag, dieses Unternehmen für den Straßenbau, noch vor Ort irgendwie ein bisschen quatschen. Panzershow hat dann geklappt und da musste dann laufen, wie gesagt, dann die Ordner in Abhängigkeit dazu das Anmeldepersonal, VIP-Anmeldepersonal, Ordner am Campingplatz, Shoppersonal, Bierpilz und so weiter. Das heißt, die müssen jetzt alle quasi heute irgendwann starten. Und dreimal dürfte raten, wen die alle anhauen, wenn irgendwas nicht läuft. Das bin ja nicht. Aber wir haben ja sehr, sehr viele Leute und wir haben auch sehr viele Leute, ich sag mal, in der leitenden Funktion. Also hat am Ende irgendwie alles funktioniert und die ersten Gäste sind schon mal sehr, sehr glücklich. Ich habe jetzt schon ein paar gefragt, na, wie war es, wie findet ihr es? Tutto bene. Genau, VIP-Club. Junge, Junge, Junge. Ich bin sehr begeistert. Ohne Scheiß, ich bin echt stolz auf das, was wir hier gebaut haben. Super cool. Ja genau, was steht jetzt noch an? Die Promo-Girls laufen jetzt hier oben, animieren ein bisschen die Leute auf den Marktplatz zu kommen. Vielleicht habt ihr sie sogar gesehen, wenn ihr hier seid oder wart. Ihr seid, denn tatsächlich kommt das Video auch während der Dark Emergency raus, denn der Hendrik, der filmt und cuttet und filmt und cuttet, nur damit ihr just in time mitbekommt, was hier abgeht. Genau, die Shops bauen teilweise auch noch auf und was wir gleich machen, das veranlasse ich jetzt erstmal und deswegen müssen wir jetzt schon wieder los. Wir machen jetzt die Whirlpools vor. Hier ist schon ganz schön viel los, ne? Und morgen wird noch voller, oder? Morgen wird brechen voll hier. Wo ist denn der Kolb? Warte mal. Ich bin so viel Stress, ne? So viel Orga. Ja, es ist halt immer so viel zu tun. Parallel für euch Videos zu machen, ist tatsächlich schwierig. Könnt ihr Henrik fragen, der schreibt mir schon WhatsApp-Nachrichten, läuft mir hinterher und ich bin halt... Es ist halt so, ja? Komm. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, bist du soweit zufrieden mit allem jetzt hier? Läuft das alles? Läuft, ja. Wir haben immer so zwei, drei Sachen, die wir vergessen oder die scheiße laufen. Da müssen wir nachbessern. Was steht heute noch an? Gleich ist die Fußball-Live-Übertragung tatsächlich. Ja. Und zwar von Frankfurt in dem Endspiel. Genau, das ziehen wir uns gleich rein. Dann ist eine kleine Begrüßung heute nur. Die fällt wirklich sehr klein aus. Und dann gibt es abends noch ein bisschen Party. Die Leute lernen, also ganz viele treffen sich ja heute jetzt wieder. Seit einem ganzen Jahr haben sie sich vielleicht nicht gesehen oder
Oh, gut, die letzte Dark Emergency war im September. Also so lange ist es gar nicht her, aber du siehst richtig so, ey, lange nicht gesehen. Es ist halt so ein... Hast du gleich 10 Minuten? Ich bin gerade in dem... Oh, guck mal, das ist halt so ein Ding, ne? Manche Leute sind auch einfach kackendreist, ja? Wie fandest du die Panzershow? Ja, wie fand ich die Panzershow? Eben, ich war bei der ersten dabei, da muss man noch ein bisschen nachbessern. Ich bin mal sehr gespannt, ob das geklappt hat. Die Boxen und so, waren die danach am Start? Ich war nicht mehr danach. Ja, und die erste ist nicht so ausgefallen, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich habe einige gefragt, die haben mir schon gesagt, Junge, das war super geil. Und ich habe immer eine sehr hohe Erwartungshaltung. Vielleicht liegt es auch einfach daran, aber wir gucken uns das morgen nochmal an. Dann haben sie den ganzen Tag geübt. So. Ja, und das war's im Endeffekt, ne? Also später ist halt ein bisschen Party, ne? Und auch die fällt hoffentlich Gemach aus. Nein, ehrlich gesagt, Vollgas. 10 Jahre. Adler, ne? Ja. Ja. Hast du das gehört? Unglaublich. Ey, Wahnsinn. Unglaublich, der Was Typ. Was machst du hier gerade? Ich arbeite. Was denn? Und zwar, Was denn? Er sagt's nicht. Sofort, ich mache ja eigentlich alles komplett allein auf dem Event. Ja. Nee, ich mach's mal. Oh, wow. Schneller! Immer, das läuft so langsam. Zeit ist Geld. Also Freunde, wie ihr sehen könnt, wir haben reichlich zu tun. Dementsprechend melde ich mich jetzt erstmal ab. So, das war's mit dem Video von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt hier arbeiten. Also in diesem Sinne, haut rein. Dieses Video wurde präsentiert von Nimrod Tactical. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be